Moin Moin und ab geht die wilde Fahrt. Heute mal keine Fische unter Wasser, sondern eine Kiste auf dem Schreibtisch. Wir packen heute die Waterwolf 1.1 aus. Positiv zu vermerken ist schon mal die Tatsache, dass die 1.1 in einem Karton verpackt ist und nicht in dieser grässlichen Blisterverpackung wie die 1.0. Die hat man ja damals nur unter Zuhilfenahme vom Schneidbrenner und einer Kettensäge aufbekommen. Lasst uns noch einmal auf die Eigenschaften gucken, bevor wir die Kiste aufmachen. 120 Meter maximale Aufnahmetiefe, 4 Stunden Aufnahmezeit, 720p ist die Auflösung. Die Batterie ist natürlich wieder aufladbar, ist integriert. Aufgenommen wird in Farbe, sehr, sehr lichtstark und lichtempfindlich, ganz wichtig unter Wasser. Und der Aufnahmewinkel sind 120 Grad mal 90 Grad. Was soll drin sein in der Kiste? Natürlich zum einen die Kamera, ein USB-Kabel, zwei Halterungen. Einmal für die Schnurmontage und einmal für die Montage auf anderen Halterungen. Ein sogenannter Bankstick-Converter, gucken wir uns noch an. Ein Auftriebskörper, eine Schutzkappe für die Linse und Gewichte. Hier sieht man das Ganze auch nochmal in einer grafischen Darstellung. Was können wir noch auf der Rückseite lernen? Die Kamera wiegt 65 Gramm. Das gilt es natürlich bei der Wahl der Route zu berücksichtigen, besonders wenn ihr die Montage werfen wollt. Und die Kamera hat keinen integrierten Speicher. Ihr benötigt eine Micro-SD-Karte zur Aufnahme. Ich verwende welche mit 16 GB und mit 32 GB. Die Kamera hat auch ein eingebautes Mikrofon. Und es ist in der Tat immer ganz interessant zu hören, wie laut eigentlich in 50 Meter Tiefe es noch ist, wenn die Schnur durch die Ringe läuft oder die Rolle arbeitet. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und packen das gute Stück hier mal aus. Wir machen das Ganze von oben. Machen wir mal auf. Am besten halten wir das auch so, dass man da ein bisschen vernünftig reingucken kann. Und jetzt nehmen wir dieses weiße Plastikteil hier raus. Und wenn wir nochmal reinfassen, dann kommt auch ein kleiner Karton zum Vorschein. Die Verpackung ist jetzt leer. Wir gucken, die packen wir beiseite. Fangen wir mit der Kamera an. Wenn wir dieses weiße Plastikteil hochheben, dann kommen darunter Anleitungen zum Vorschein und eine der Halterungen. Wir müssen jetzt die Kamera von diesem weißen Plastikteil lösen. Die ist hinten befestigt mit so einer Art Strohhalm. Und wir lösen sie am besten, indem wir sie erstmal vorne festhalten. Das ist ganz wichtig. Und dann ziehen wir den Strohhalm so weit raus, dass er aus dem einen Loch rausfällt und dann können wir die Kamera schräg nach vorne abziehen. Das Weiße ist jetzt auch wieder Müll. Kommt zur Seite. Und jetzt können wir diesen Strohhalm rausziehen. Auch den brauchen wir nicht mehr. So, das war die Kamera. Hier haben wir die Halterung für die Schnurmontage. Und jetzt kümmern wir uns mal um die kleine Pappkiste. Wenn wir die aufmachen, dann sehen wir, die ist vollgepackt. Wir haben hier zunächst einen Auftriebskörper. Ich packe die Kiste jetzt erstmal vollständig aus, damit die aus dem Bild verschwinden kann. So, leer ist sie. Und zur Seite damit. So. Was haben wir hier? Die Kamera. Wir haben das USB-Ladekabel. Dann haben wir hier den Bankstick-Adapter. Universalhalterung. Und hier drin sind die Abdeckkappe, die Schutzkappe und Gewichte. Eins, zwei, dann haben wir hier noch einen Pin und das dritte Gewicht. Jetzt gucken wir mal, ob alles da ist. Wir haben die Kamera, wir haben das USB-Kabel, wir haben die Schnurhalterung, wir haben die Universalhalterung, den Bankstick-Adapter, den Auftriebskörper, die Schutzkappe und die Gewichte. Perfekt, alles da. Zusätzlich haben wir noch die Anleitung und den Pin. Das mitgelieferte USB-Kabel hat einen Anschluss vom Typ Micro-USB, Typ B. So, jetzt wollen wir uns mal die Schutzkappe angucken. Wir haben hier diese rote Silikonkappe, die Kamera und die Kappe passt wunder wunder auf die Linse der Kamera. Man kann sie jetzt noch mit dem Pin fixieren, indem man das von vorne durchsteckt und in der Arretierrille
der Kamera platziert. Einfach wieder abziehen. Das sollte verhindern, dass die Linse zerkratzt, wenn ihr die Kamera einfach so in die Tasche werft. Sollte man natürlich nicht unbedingt machen. Wenn wir die Kamera in Betrieb nehmen wollen, dann müssen wir an die Bedienelemente ran und die verbergen sich ganz hinten unter der Kappe. Hier kommt dieser Pin mal wieder ins Spiel. Wenn man das einfach so mit der Hand probiert, ist es ganz schön mühselig. Aber wenn man diesen Pin da durchsteckt und ein bisschen dreht und zieht, dann ist die Kappe ganz schnell ab. Wenn wir die Kappe abhaben, dann sehen wir die Bedienelemente. Erstmal die Diode, dann den USB-Anschluss, den Ein- und Ausschalter. Das vierte ist der Slot für die SD-Karte. Und fünf ist einfach nochmal die RT-Rille, die man hier auch sieht. So, jetzt nehmen wir eine Micro-SD-Karte. Die fügen wir mit den Kontakten nach oben in den Kartenschlitz ein. Und dann drücken wir sie mit dem Fingernagel ganz rein, bis sie arretiert. Um sie wieder rauszubekommen, auch wieder mit dem Fingernagel reindrücken, bis sie die Arretierung löst. Einfach rausnehmen, fertig. Wie kriegen wir die Kamera jetzt wieder zu? Ganz einfach, Kappe wieder drauf. Ganz vorsichtig mit den O-Ringen sein, dass sie es nicht verdrehen und dass sie genau da sitzen, wo sie auch sitzen sollen. Sonst ist die Kamera nicht dicht. Beim Druck ausüben kann man diesen Pin auch wieder nehmen. Aber wenn man dann dreht, wie gesagt, ganz vorsichtig mit den O-Ringen sein. Die stellen sicher, dass die Kappe hinten auch wirklich wasserdicht ist. Wenn ihr die Kamera im wahren Leben nachher wirklich einsetzen wollt, dann müsst ihr zu diesem Zeitpunkt natürlich die SD-Karte drin haben. Die Kamera muss geladen sein und ihr müsst sie angeschaltet haben. Dann könnt ihr den Deckel wieder drauf packen und dann geht das Ganze los. Wie montiert man die Kamera jetzt auf der Halterung? In der Kamera selber ist eine Nut und dieser Strohhalm auf der Halterung fungiert quasi als Feder, wenn man so will. Die Kamera reinsetzen und zwar so reinsetzen, dass man sie von hinten erstmal nach hinten gegendrückt, nach vorne runter und dann diesen kleinen Strohhalm, dieses Röhrchen einfach reinschieben. Dann sitzt die Kamera fest auf der Halterung. Ich kann jetzt je nachdem, wie die Kamera sich im Wasser verhalten soll, eins der drei Gewichte in der dafür vorgesehenen Halterung platzieren. Wie man hier in der Anleitung sehen kann, kann man die Kamera so konfigurieren, dass sie schwimmt über einen schwebenden Zustand bis hin zu langsam sinkend und sinkend, je nachdem, welche Gewichte man verwendet. Darüber hinaus kann man diesen Auftriebsköder anbringen und die Kamera damit als Pose verwenden. Je nachdem, welches Gewicht ich dann reinhänge, liegt die Kamera eher senkrecht oder eher ein bisschen schräg mit einem weiteren Winkel im Wasser. So, wir nehmen den Auftriebskörper mal wieder ab. Ganz vorsichtig mit dem Federdraht hier, das ist so ein bisschen die Achillesferse. Der verbiegt auch recht leicht. Und dann nehmen wir das Gewicht wieder raus. Auch da kann man den Pin verwenden, durch das Loch in der Halterung einfach rausschieben. Wenn ich die Kamera in Norwegen verwende, dann verwende ich in der Regel kein Gewicht. Da hängen im Zweifel 500 Gramm Blei dran. Da braucht man nichts austarieren. Wenn wir die Kamera von der Schnurhalterung wieder runterholen wollen, dann ziehen wir einfach diesen Stift raus und schon können wir die Kamera von der Halterung lösen. Gucken wir uns mal die Universalhalterung an. Die ist dazu da, um die Kamera auf allen gängigen Halterungen, auf denen ich auch eine GoPro befestigen kann, festzumachen. Auch hier verwende ich die Nut der Kamera und habe in dieser Halterung so eine Art Feder drin, schiebe die von hinten auf die Kamera drauf und dieser kleine Hebel arretiert sie dann auf der Halterung. So sieht das Ganze von allen Seiten aus. Die Kamera sitzt auch bei angezogener Schraube relativ fest da drauf. Wenn ich die Kamera wieder entfernen möchte, dann drücke ich diesen kleinen Hebel hinten von der Kamera weg und ziehe die Kamera mit einiger Kraft von der Nut wieder runter. Und schon habe ich sie wieder in der Hand. Generell ist an der Halterung eine Halterung für GoPro-Halterung und Equipment dran. Ich kann aber auch diesen Bankstick-Adapter verwenden. Damit passt die Halterung dann auf viele Kescherstöcke, Banksticks oder ähnliches Zubehör. Alles, was das Standard 3/8 Zoll Gewinde verwendet. Ich kann das einfach austauschen, die Seite, öffne die Schraube, kann diesen Kugelkopf dann in die Halterung zwischen diese beiden Hälften legen und kann die Schraube wieder festziehen. Wenn ich das getan habe, ist die Halterung fertig und ich kann sie
zum Beispiel auf den Kescherstock raufschrauben und dann mit dem Kescherstock ins Wasser gehen. Oder ich kann sie auch auf einem Rutenhalter mit einem 3/8 Zoll Gewinde montieren und mich beim Angeln filmen. Gucken wir uns am Ende nochmal die Anleitung an. Wir haben die hier in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Wenn wir uns die deutsche Anleitung mal näher betrachten, dann Moment, ich falte die hier einmal auf. Dann sehen wir hier einerseits nochmal, was da eigentlich alles drin ist. Wir sehen die Bedienelemente, wie man die Kappen aufschrauben soll und was man mit den O-Ringen nicht machen sollte. Es ist nochmal gezeigt, wie ich die Kamera montiere, wie das Ganze funktioniert mit der Diode, welche Farbe was bedeutet, ob die Kamera lädt, ob sie aufnimmt, etc. etc. Das sollte man sich alles vorher mal angeguckt haben. Blau bedeutet dabei, dass die Kamera lädt. Rot bedeutet, dass die Kamera von der SD-Karte liest oder auf die SD-Karte schreibt. Langsam rot blinkend ist Aufnahme und schnell rot blinkend heißt, dass die Kamera voll ist. Was wir hier noch sehen, sind verschiedene Montageanleitungen, wie das Ganze funktioniert, wie ich die Kamera montieren kann. Wir haben vorhin schon mal aufgeguckt, wie das mit den Gewichten ist. Das Austauschen der GoPro-Halterung gegen den Bankstick-Converter ist hier nochmal beschrieben und wie ich die Kamera aufmache. Jetzt kommen wir langsam aber sicher zum Ende dieses Videos. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die Kamera kostet 149 Euro, Listenpreis. Wenn man auf den einschlägigen Plattformen im Internet guckt, dann gibt es die aber auch häufig schon ein kleines bisschen günstiger. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass da die eine oder andere Information war, die hilfreich war. Wenn ihr an Unterwasservideos interessiert seid oder vielleicht anderen Unboxing-Videos oder ähnlichen Dingen, die mit der Unterwasserfilmerei zu tun haben, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, euch viel Spaß zu wünschen. Wenn ihr angelt, dann Petri Heil. Wenn ihr auch mit der Waterwolf filmt, wünsche ich euch grandiose Aufnahmen. Falls ihr was aufnehmt und auch auf YouTube zur Verfügung stellt, von dem ihr meint, dass es ganz gut in meinen Playlist aufgehoben wäre. Ich habe da eine Playlist, in der ich auch Filme von anderen Filmern verlinke. Dann schickt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mich auf Facebook an. Und das war's dann. Over and out.